Fastenzeit. Jetzt fasten wir. Üben ganz bewusst Verzicht. Aber warum fasten wir? Um Jesus zu gefallen? Ja, das gehört vielleicht dazu. Zu fasten und bewusst auf Dinge zu verzichten, macht mich aber auch unabhängig von den Dingen. Fasten macht frei, macht mich frei. Anselm Grün spricht von einem Engel des Verzichts, der zur inneren Freiheit verhelfen kann. Er schreibt dazu: Wenn du im Verzicht einen Anspruch auf die dir zustehenden Dinge wie Essen, Trinken, Fernsehen und so weiter aufgibst, gewinnst du dich selbst. Du nimmst dein Leben selbst in die Hand. Der Engel des Verzichts möchte dich in die Kunst einführen, dein Leben selbst zu leben, frei über dich zu verfügen und so Lust an deinem Leben zu haben. Ich wünsche dir, dass dich der Engel des Verzichtes in die innere Freiheit führt, dass er dich dazu befähigt, das, was du erlebst, wirklich zu genießen, dich auf das ganz einzulassen, was du gerade tust, mit allen Sinnen zu fühlen, was du gerade isst, was du gerade trinkst. Du wirst spüren, dass der Engel des Verzichtes zugleich ein Engel der Freude und des Genusses ist, der dir gut tun wird. Und das wünsche ich für uns alle in der Fastenzeit, dass wir merken, es tut uns gut.